Wenn ich trinke, fahre ich nicht. Dies das Motto der Präventionskampagne gegen Alkohol am Steuer. Der Alkoholmissbrauch stellt ein bedeutendes soziales Problem dar. Seit Jahren betreibt das Gesundheitsressort des Landes gemeinsam mit dem Forum Prävention eine Sensibilisierungskampagne zum richtigen Umgang mit Alkohol, vor allem am Steuer. Wir legen auf die Prävention eine ganz besondere Bedeutung, nicht nur im Bereich Alkohol, sondern insgesamt, weil wenn man bedenkt, was man präventiv tun kann, um sich selber gesünder zu halten und natürlich gleichzeitig auch die Kosten für die Allgemeinheit zu minimieren, dann denke ich, ist es klar, dass wir auf die Prävention weiterhin schauen, ein starkes Gewicht darauf legen, und das gilt natürlich auch für die Alkoholpräventionskampagnen, wo wir versuchen, immer wieder etwas Neues auch zu entwickeln und dadurch weiter in die Gesellschaft hineinzutragen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Man geht von 3-5% alkoholkranker oder alkoholabhängiger Menschen in der Bevölkerung aus. Das sind etwa 15.000 bis 25.000 Personen. 10% von ihnen, also knapp 2.000 Menschen, nehmen Therapien in Behandlungseinrichtungen des Landes in Anspruch. Weitere 50.000 bis 75.000 Menschen, also 10-15%, haben ein problematisches Trinkverhalten. Die heutige Kampagne hat drei große Ziele. Wir wollen die Punktnüchternheit im Straßenverkehr weiter stärken, erhöhen das Bewusstsein darüber. Die Kampagne hat auch den Ansatz zu sagen, die Trinkmengen sollen zurückgehen bei den Einzelpersonen und die Informationen über Alkohol in der Bevölkerung sollen erhöht werden. Dafür gibt es einen großen Chor an Menschen, die sich beteiligt haben. Zwei junge Menschen schreien heraus: Wenn ich trinke, fahre ich nicht. Und 47 Männer, Frauen aller Sprachgruppen, auch mit Migrationshintergrund, sagen: Ich auch. Wir werden die sehen auf Straßenschildern, auf Citylights, auf Plakaten, in Zeitungsinseraten, im Web. Und all das gibt einen Chor, eine große Aktion, die die Bevölkerung sensibilisieren soll über die Grundhaltung. Es gibt dann auch noch einen Falter, den wir verteilen, und Plakate in verschiedenen Diensten, in den Schulen. Und im Falter sind dann noch spezielle Informationen über den Alkoholkonsum, über risikoarme Mengen, was heißt das für den Mann, für die Frau, wie viel Standardgläser darf ich trinken, eins für die Frau, zwei für den Mann, zwei Tage frei, die Woche alkoholfrei. Und die werden wir verteilen in diesen wichtigen Vertriebsorten. Wichtig für die gesamte Kampagne ist die enge Zusammenarbeit zwischen Prävention und klinischer Behandlung. So wird es möglich, dass vielleicht eine viel breitere Schicht von Menschen, welche sonst nicht leicht erreichbar und definierbar sind, sich einer therapeutischen Behandlung nähern. Folgendes: diese Schnittstelle zwischen der Prävention und zwischen der Klinik erscheint uns aus vielerlei Gründen also sehr, sehr bedeutsam und sehr, sehr wichtig. Weil, wie gesagt, hier einige zentrale Botschaften vermittelt werden, die wir zum Beispiel so rein von der Klinik her jetzt nicht so irgendwie an den Mann bringen oder an die Frau bringen könnten, wobei aber so im Rahmen der Prävention, der gesamten Prävention, das heißt universellen Prävention und auch der klinischen Prävention, wir durchaus auch Menschen ansprechen können, die zum Beispiel dann zum Beispiel einfach nur Informationen wollen. Dank dieser Kampagne wird es möglich sein, den Irrglauben an einen gesunden Alkoholkonsum entgegenzuwirken und auf die wahren Risiken des Alkohols hinzuweisen. 2015 haben sich ungefähr 700 Personen an unser Zentrum HENZ gewendet, darunter eine große Anzahl von Menschen in einem schon eher fortgeschrittenen Alter. Weitere Informationen für alle Interessierten findet man im Internet: www.trinkenmitmaß.it.